Shalom, liebe Freunde, hier Arik Speaker, wie Sie sehen, von zu Hause, hier in Tkoa, in Gush Etzion, in Israel. Und ich auch bin zu Hause isoliert, wie heute die Mehrheit des Menschheit innerhalb dieser Krise. Und es ist noch nicht vorbei, das ist klar. Wir können noch nicht sagen, was wir davon lehren sollen oder können, die ganze große Bild. Aber trotzdem, auch wenn wir noch innerhalb dieser Krise sind, können wir uns schon Fragen stellen und versuchen, jeder persönlich und Gedanken teilen, was lernen wir davon? Niemand weiß, warum es ist und was passieren wird, was es bedeutet und was Gott plant und so weiter. Das weiß niemanden. Aber jeder kann davon etwas lernen. Und ich habe auch viel Gedanken dazu, aber mit Sie möchte ich eigentlich etwas sehr zentral teilen. Und das ist, hören Sie gut, Fokus Jerusalem. Was meine ich? Wir versuchen in diese historische Zeit, historische Ereignis, und wir leben es doch, wir wissen nicht, ob es nur der Anfang ist oder hoffentlich ganz am Ende, das weiß niemanden. Aber wir leben historische Zeiten und wir nehmen Bibel in Hand. Was haben wir als Beispiel? Eigentlich historisch gesehen, im Alten Testament, im Tanach, einzige Beispiel von einem klare Epidemie, das innerhalb des ganzen Landes schreckliche Sachen macht. Es passiert in folgender Art. Es ist am Ende von Regierung von König David, der bekannteste von den Königen von Israel, und er macht einen schweren Fehler. Er zählt das Volk. Er möchte, als Regierung muss man die Zahlen haben für Armee, für Zinsen, für viele andere Sachen. Aber im Judentum ist das verboten. Man darf nur indirekt zahlen. Wieso? Dass jeder muss eine halbe Schekel pro Person geben, dann zählt man das Ganze und nur so darf man zählen. Und David hat das nicht getan. Und es ist schon im Torah gesagt, hunderte Jahre vorher, zu Moschee, dass er so zählen wird, was er auch in der Wüste gemacht hat, weil sonst gibt es Negev, gibt es eine Epidemie. Und David wollte es nicht hören, dann hätte ich gesagt, nein, ist nicht zu tun, trotzdem schickt er die Leute, und sie zählen, sie kommen zurück mit Resultat und dann hört er von Prophet, welche Fehler er gemacht hat. Und er muss dort zwischen mehreren Möglichkeiten von Straf wählen. Und er wählt für Pest, 3 Tage Pest. Er denkt wahrscheinlich, 3 Tage Pest ist nicht so, aber diese 3 Tage haben schreckliche Resultate. Ich möchte sogar die Zahlen nicht sagen. Es ist schrecklich, Sie können schauen, am Ende von Buch Schmuel, 2. Buch Schmuel, letzte Kapitel, ganz, ganz am Ende. Es hat schreckliche Resultate und es geht weiter. Und David möchte das selbstverständlich aufhören, wie alle Regierungen überall auf der Welt versuchen. Wissen Sie, was David macht? Fokus Jerusalem. Jerusalem ist schon Hauptstadt des Volkes zu dieser Zeit, was David gemacht hat. David erobert Jerusalem, baut dort Hauptstadt, aber was hat man noch nicht? Man hat kein Tempel. Das temporäre Tempel ist noch nicht da. Und was er tut, mit dem Rat von seinem Prophet, er geht, was dann noch außerhalb der kleinen Jerusalem ist, sieht dort einen Berg, einen gewissen Ort, und er kauft es dort, um das Tempel dort zu bauen. Wenn er das tut, wenn er bezahlt und der Verkäufer, der nicht dem Volk gehört, er ist von einem anderen Volk, ein Jebusiter,
Er sagt zum König, ja, du sollst nehmen. David sagt, nein, ich möchte bezahlen. Wenn er bezahlt, ist es vorbei. Sie sehen, Fokus Jerusalem war dann die Antwort. Und ich sage nicht, dass das auch heute so ist, man sollte gehen, bezahlen, tun und so weiter. Aber trotzdem, mit und ohne Verbindung mit was jetzt passiert, ist das eine gute Gelegenheit, um uns daran zu erinnern, die Zentralität von Jerusalem, was es bedeutet. Es hat uns schon einmal gerettet, vielleicht das wird auch irgendwie helfen, und die Verbindung zwischen ein Virus und Jerusalem, schauen Sie, ich lade Sie an, Ende von Buch Schmuel, Sie können es online suchen, Sie werden sehen, die Verbindung ist wunderbar. Mit viele, viele Hoffnung beten, dass es auch hier schnell vorbei sein wird. Bis bald.